Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, was weiß ich, wo ihr seid. Herzlich willkommen zum Einfahrvideo mit unserem BMW M3 Touring. Hi Donai! Also, was machen wir heute? Ich wollte euch ja das gesamte Einfahrprozedere quasi mitnehmen, aber das geht leider nicht. Weil ich bin schon zu viel damit gefahren, nämlich exakt 950 Kilometer mit diesem Ofen habe ich schon hinter mich gebracht. Es ging leider nicht anders, dass wir das irgendwie, ich wollte ja eigentlich das komplette Ding, die 2000 Kilometer oder keine Ahnung, 1600 glaube ich waren es, die einfach komplett mitnehmen, geht aber leider nicht, weil ich musste das Auto benutzen, ich durfte das Auto benutzen und deswegen konnte ich euch nicht komplett mitnehmen. Ist aber ganz egal, weil ich habe währenddessen natürlich sehr, sehr viele Eindrücke gesammelt, die ich euch jetzt gleich alle mitteilen kann. Und das Auto, Leute, ihr habt es gefeiert. Die einen haben gesagt, hör mal, was ist los mit dir, Mathis? Ein Kommentar war sogar, sag mal, ist dieser Matthias eigentlich schwul? An dieser Stelle muss ich sagen, nein, bin ich nicht. Aber das ist auch vollkommen egal. Und ich bitte euch, solche Kommentare bleiben zu lassen. Ja, auch wenn das, ne, es ist ganz egal. Selbst wenn ich schwul wäre, ist doch kackegal. Ganz ehrlich. Das da ist eine Farbe, die auf einem besonderen Auto, das haben ganz, ganz viele geschrieben, die auf einem besonderen Auto gehen. Das hat nichts mit der irgendwie, ja, Neigung zu tun, die man sonst so hat. Und selbst wenn es so wäre, wäre das auch komplett egal. Ich feiere das Auto, ihr feiert das Auto und diese Farbe, guckt mal, wie schön das ist. Guckt mal, wie diese breite Backe hier rausguckt. Junge, das ist einfach nur ein absolutes Traumauto. Ja? Und solche Kommentare auf meinem Kanal sind verboten. Das sei mal ganz klar gesagt, ja, denn wir lieben alle Leute, egal was die sonst so wollen und machen und tun und so weiter und so fort. Haben wir uns da verstanden? Ja, haben wir. Schön. Wir haben leider immer noch keinen Namen für diesen M3 Touring. Ich werde nachher mal eine Story machen, glaube ich, auf Insta. Und das ist jetzt für euch egal, weil ihr kriegt das nicht mit. Ihr kriegt es vielleicht auf Insta mit, aber ich werde mal eine Story machen und die Direct Messages danach checken, was ihr meint, wie wir dieses Fahrzeug nennen sollen. Ja, er braucht einen Spitznamen. Come on. Ohne Spitznamen geht's nicht. Also, 950 Kilometer sind wir gefahren. Wie gesagt, habe ich sehr, sehr viele Eindrücke gesammelt. Und jetzt setzen wir uns einmal ganz kurz rein. Standlich eingeschaltet, ja genau. Und jetzt gucken wir einmal ganz kurz nochmal in das Buch. Aus dem Kopf weiß ich natürlich die ersten 1000 Kilometer, weil ich habe mich natürlich die ganze Zeit daran gehalten. Nicht schneller als 170. Ich bin, glaube ich, einmal 190 gefahren oder sowas. Ganz kurz nur. Und nicht über 5000 Touren. Daran habe ich mich 1000%ig gehalten. Ich glaube, ich habe nicht mal über 4000 gedreht. Ja? Also, ab 1000 Kilometer mit wechselnden Drehzahlen und Geschwindigkeiten fahren, dabei aber 6000 Umdrehungen pro Minute und 210 km/h nicht überschreiten. Volllast in den Gängen 1 bis 3 vermeiden. Junge, wir können das Ding jetzt gleich richtig rannehmen, weil wir haben schon 950. Ab 1000 können wir ein bisschen Gas geben, hör mal. Finde ich gut. Reifen haben wir natürlich eingefahren, Bremsanlage haben wir auch eingefahren, ist nach 500 Kilometern erledigt. Carbonbremsanlage, nee, 1000 Kilometer. Um Effekte zu vermeiden, die zu Bremsengeräuschen führen können, müssen Bremsscheiben und Bremsbeläge der M-Carbon-Keramikbremse eingefahren werden, während der ersten 1000 Kilometer verhalten fahren. Auch das haben wir natürlich getan. Also, ab 1000 Kilometer können wir 6000 Touren drehen und 210 km schnell fahren. Junge, das wird eine gute Fahrt. Wir haben jetzt noch, warte mal, ich schaue mal einmal ganz kurz nach, was das Navi sagt. 522 Kilometer noch. Und wir sind jetzt gefahren, ja, Tatsache, 950 Kilometer. Ja, wir sind unter 10 Liter auf jeden Fall, was ziemlich geil ist, finde ich. Aber ich bin natürlich sehr, sehr vorsichtig gefahren jetzt, die ersten Kilometer. Und bin gespannt, was er jetzt macht, weil die Autobahn wird jetzt frei sein. Sehr, sehr viel, aber auch sehr, sehr viel Baustelle, das weiß ich noch. Wir fahren nämlich gerade zum Lausitzring. Grip, das Motor-Event ist da. Und morgen fahre ich nach dem Event wieder zurück. Also da kommen dann nochmal 630 Kilometer drauf. Und dann haben wir definitiv in diesem Video die 2000 Kilometer voll und werden am Ende des Tages... Der Versuch ist noch einmal. Am Ende dieses Videos werden wir definitiv Gas geben, Leute. Also, Kameras an und dann fahren wir los. Let's go! Yes! Sehr gut. Das läuft, das läuft. Wie sieht denn das aus? Das sieht ganz schön dunkel aus. Aber es geht nicht anders, Leute. Die Reisedauer beträgt 4 Stunden
4 Stunden 47, natürlich. Das heißt, so viel wie wir werden um 1 Uhr ankommen. Ei. Na gut, aber genauso wollten wir es ja haben, ne? Deswegen alles cool. Soll ich hier mal Licht anmachen eigentlich? Ist das schöner? Ein bisschen schöner ist das, ne? Glaube ich, mit Licht. Also, als allererstes mal dieses Einfahren, ne? Das ist für mich so ein schönes Ritual. Das macht so viel Laune, dieses Auto quasi dahin zu führen. Ich habe es wahrscheinlich schon mal gesagt im ersten Video, aber es hat so was Besonderes, finde ich, dass ich das machen darf. Das feiere ich komplett und ich liebe es einfach nur, weil du willst das ja, dass das irgendwie Bestand hat. Du willst, dass jemand anders damit dann sehr, sehr viel Freude hat. Und deswegen gehört dieses Fahrzeug sehr, sehr ordentlich und penetrant präzise eingefahren. So schaut's aus. Und genau das machen wir jetzt auch. Bin jetzt wirklich immer drunter geblieben, die ersten 1000 Kilometer. Wie gesagt, keine 4000 gedreht, also immer unter 4 geblieben. Vielleicht bin ich einmal ganz kurz, ja, ganz kurz einmal 190 gefahren, glaube ich. Aber ich glaube, das ist auch vollkommen okay. Man soll tatsächlich verschiedene Belastungen machen. Also man soll niedertourig dann durchdrehen. Und das habe ich auch gemacht. Bin quasi in manuellen Modus gegangen, dass das Auto nicht schaltet, also nicht runterschaltet und dadurch Drehzahl bekommt, sondern ich bin wirklich im manuellen Modus gefahren und habe das Auto einfach ja, drehen lassen. Viel Kraft unten rum. Und dann bin ich aber auch mal ein bisschen länger 3000, 3500 Touren gefahren und so weiter und so fort. Es soll sich einfach daran gewöhnen, was es alles bekommt. Beim Warmfahren, jedes Mal, wenn ich das Auto warm gefahren bin, habe ich Start-Stopp ausgemacht, um keinen Kaltstart immer wieder zu haben, sondern habe einfach wirklich das Auto auch an der Ampel laufen lassen. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig gewesen. Ah, jetzt dürfen wir wieder 100 fahren. Ah, dann fahren wir doch wieder 100. So, das haben wir jetzt, guck mal, 3000, fünfter Gang, und er schaltet direkt wieder den sechsten und den siebten und den achten, weil er hat die Geschwindigkeit erreicht, nämlich die 100. Und genau so bin ich die ganze Zeit gefahren. Und ich glaube, dass das dem Auto extrem gut tut. Was fällt mir noch auf? Was mir in den ersten 1000 Kilometern aufgefallen ist, das Auto ist extrem komfortabel. Es ist leise. Auch bei hohen Geschwindigkeiten ist das Auto sehr, sehr leise. Ihr hört es jetzt. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Und der Dämpfungskomfort in diesem Auto ist grandios. Ohne Quatsch. Die Idee hinter diesem M3 Touring ist ja, dass du quasi die Ein-Auto-Garage hast. Also du musst nicht 5 Autos haben oder 10, also musst du natürlich sowieso, ne? Aber rein theoretisch soll dieser M3 Touring für alles, was du in deinem Leben zu tun hast, so reichen. Und diese Idee finde ich sowas von genial, weil kein Mensch kann sich mehrere Autos leisten, ne? Ganz normal. Und dieses Auto sich zu leisten, ist natürlich auch brutal. Ich habe jetzt den Preis ehrlich gesagt nicht im Kopf. Ich glaube, dass es so um die 120 sind, vielleicht 125. Aber dann ist die Karre auch volle Hütte. Und das finde ich extrem fair, diesen Preis, weil du kriegst halt ein Auto mit 510 PS, was ultra genial läuft. Du hast einen Kofferraum, du hast eine ultra geile Lackierung, also diese Individuallackierung mit Velvet Orchid ist in diesem Preis auch inklusive, kostet glaube ich 5000 Euro, bitte nagel mich nicht fest, kostet glaube ich 5000 Euro extra und dann kannst du dir aus 4000 verschiedenen Farben wählen, das ist wirklich, wirklich geil. Und ja, dafür kriegst du eben dieses komplette Auto, was alles abdecken kann. Und eben wirklich auf der Nordschleife brillieren wird. Also die Jungs haben jetzt gerade auf der Nordschleife mit dem M3 CS und mit dem M4 CSL Rekorde gefahren. Ich weiß nicht, ob die mit diesem hier, also nicht mit meinem, aber ne, mit dem M3 Kombi, auch eine schnelle Runde fahren werden und hoffentlich auch da einen neuen Rekord aufstellen werden für Kombis, für Alltagskombis. Junge, auf dem Weg zu diesem Rastplatz hier ist mir etwas passiert, was mir sehr, sehr häufig passiert. Ich hatte plötzlich keinen Sprit mehr. Junge, ich bin fast ausgerastet, weil ich musste dann tatsächlich, also das Navi hat mir dann vorgeschlagen, hör mal, deine Reichweite ist sehr, sehr gering. Nämlich bei 50 Kilometern fängt das an, Restreichweite. Er hat es mir vorgeschlagen, ja, wollen wir mal vielleicht eine Tankstelle suchen, Matthias? Habe ich natürlich gesagt, ja, können wir mal machen. Und dann bin ich aber an einer vorbeigefahren, weil das war eine Raststätte auf der Autobahn. Ich fahre zum Tanken tatsächlich gerne immer noch runter. Weil mir dieser Preisaufschlag einfach, Junge, was soll das?
auf der Autobahn einfach 20 Cent mehr verlangen oder 15. Ich finde es einfach krass. Und du kannst eine Menge Geld sparen, wenn du runterfährst. Deswegen, ich fahre runter und tank dann irgendwo neben der Strecke. Das hat aber dann dafür gesorgt, dass ich tatsächlich, ich glaube, das war es nochmal, 19 Kilometer, glaube ich, vor der Tankstelle hatte ich plötzlich 0 Kilometer Restreichweite. Ich blende euch mal eben das Video ein, da habe ich mir ganz kurz hier die Kamera angemacht. War pervers. Also, komfortabel ist er, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, jetzt ist frei, jetzt gehen wir mal auf 150. Er dreht 3000, schaltet runter, sehr, sehr gut. Jetzt fahren wir 150 und es ist sehr, sehr leise. Und diese Autobahn hier, ihr seht, wir haben hier weiße Autobahn, links ist die gute, links ist der gute Belag. Und die Autobahn, ihr seht, sie ist nicht besonders gut. Man hört das auch poltern und so, ne? Aber ihr seht, dass an meinem Körper gibt es keine großen Aufbaubewegungen. Sprich, das Auto liegt wirklich extrem entspannt auf der Straße. Und wir wissen alle vom M3, wie krass der auf der Straße liegt, wenn du alles auf Attacke stellst hier, ne? M-Mode auf Track und dann hier schön auf der M1 oder M2-Taste alles einstellen. Das werde ich wahrscheinlich mal machen, wenn wir die 2000 voll haben. Also morgen. Ja, in diesem Video hier wird das jetzt gleich sein. Denn es wird jetzt sehr, sehr dunkel und ich, naja, keine Ahnung, vielleicht mache ich die Kamera nachher nochmal an. Das bringt ja nichts, wenn ihr nicht sehen könnt. Ne? Deswegen werde ich diese Kilometer jetzt da drauf reißen. Wir werden dann um die 1500 haben. Ziemlich genau 1500 Kilometer, wenn ich am Lausitzring bin. Und dann auf der Rückfahrt werden wir die 2000 Kilometer reißen. So, jetzt ist hier wieder 100. Ach, ich flippe aus, ey. Diese Autobahn ist wirklich hier. A45, 80, 100, 120, frei, wieder 100, wieder 80. Es nervt, ganz ehrlich. Also, M3 Touring, ich sag's euch ganz ehrlich, das ist absolut mein Auto. Weil, ich habe schon probiert, auch davon gibt es jetzt mal ein Foto, Fahrrad hinten rein. Ich mountainbike ja sehr, sehr gerne. Was ist? Ach so, er sagt mir hier, dass er nicht lenken kann, weil Baustelle, na. Assisted Driving Mode funktioniert jetzt wieder sehr, sehr gut. Das Auto ist absolut mein Auto. Ich mountainbike sehr, sehr gerne, wisst ihr. Er hat mich schön in den Leogang hingelegt. Daumen ist wieder verheilt, einigermaßen, alles gut. Aber das, dieses Ding, ein Autogarage, ist genau meins. Und diese Sitze hier, ich bin jetzt unterwegs 140 Kilometer. Die Sitze sind so geil. Ich meine, wir hatten das Auto bei Grip, wir hatten den M2 bei Grip, wir hatten den M2 tatsächlich auch auf meinem Kanal, Nordschleife und so weiter und so fort. Diese Sitze sind, was den Seitenhalt anbetrifft, über jeden Zweifel erhaben. Jeden. Die Frage ist nur, wie ist das, wenn du damit 600 Kilometer gefahren bist? Nach 140 Kilometern kann ich sagen, Leute, überhaupt kein Problem. Gar kein Problem. Es ist wirklich, die Sitze sind so geil geformt, was die Rückenform anbetrifft, dass du nicht das Gefühl hast, dass du irgendwas anderes willst. Und im Gegensatz zu den Sitzen in einem Porsche, den du nicht verstellen kannst, im GT3S zum Beispiel, kannst du den hier natürlich in der Lehne verstellen. Kannst so fahren. So macht es keinen Sinn, weil da sitzen wir, ne? Komplett falsch in diesem Auto, so kann man nicht Auto fahren. Aber rein theoretisch, wenn du mal in der Raststätte bist oder sowas und willst dich mal irgendwie ein bisschen lang machen, willst mal, keine Ahnung, eine Viertelstunde eine andere Position einnehmen, ist das kein Problem. Und auch hier kannst du ein bisschen spielen. Wenn du mal irgendwie ein bisschen Rückenping kriegst, dann ja, machst du ihn einfach ein bisschen nach hinten oder wieder nach vorne, was auch immer. Das finde ich geil. Kannst du in einem Porsche GT3S zum Beispiel nicht, GT3 auch nicht. Da sind die Schalensitze einfach so schalig, dass du daran nichts ändern kannst. Ein riesengroßer Vorteil für diese Sitze im M3 Touring oder in allen M's, wo du diese Sitze bekommst. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich verspreche euch jetzt, ich werde mich heute Nacht um 1, wenn ich da ankomme, laut Navi sind wir um 1 da, ich hoffe, ich fahre noch ein bisschen was raus, eine halbe Stunde vielleicht, werde ich mich nochmal melden und werde euch sagen, wie diese Sitze sind. Ja? Wenn ich ganz, ganz schlechte Laune habe, dann mache ich das morgen nach dem Event. Okay? Weil das ist schon ein langer Ritt hier, 640, 650 Kilometer insgesamt. Da kann es natürlich sein, dass ich dann um 1 Uhr morgens keinen Bock mehr habe. Aber wahrscheinlich melde ich mich doch. Ja, ich melde mich. Ich verspreche es euch, ich melde mich nochmal. Ja.
Komfort habe ich gesagt, 100%. Das Thema Sitze habe ich gesagt, 100%. Fahrrad passt hinten rein, 100%. 5 Leute passen rein, 100%. Verbrauch 100%. Alter, wir gehen jetzt einmal ganz kurz die Werte hier durch. Werte ab tanken sind 9,8 Liter. Ja? Das ist vollkommen okay. Werte ab Werk 10,9. Also seitdem das Auto auf der Welt ist, habe ich 10,9 Liter verbraucht. Werte ab Individual, da bin ich eingestiegen. Mein Durchschnittsverbrauch bis jetzt liegt overall von den 3 Tankfüllungen, die ich bis jetzt hinter mir habe, glaube ich 3, ja. Bei 10 Litern. Werte ab Individual. Also Matze Malmedies Durchschnittsverbrauch mit dem M3T. Mr. T. Ich finde Mr. T einen geilen Namen. 10 Liter. Finde ich vollkommen okay. Und Werte ab Fahrtbeginn 9,4. Also, das passt. Das Auto ist effizient. Bin sehr gespannt, was wir heute Nacht drauf kriegen, weil wir werden schnell fahren. Wir werden 210 fahren können. Und es wird sehr, sehr viel frei sein. Deswegen werden wir sehr, sehr viel 210 fahren. So, 973. Ich melde mich, wenn wir die 1000 knacken, ja? Bis gleich. Jo, Leute, da sind die 1000! Da würde ich mal sagen, latschen wir mal gleich rein. Oh, das sind schon 5000, 6000. Ah, schalte gleich wieder runter. Tempomat. 210. So. Alter, oh nee, jetzt ist hier wieder 80, ich flipp aus. Oh nee. Warum denn? Ja, okay, Baustelle. Also, das waren jetzt keine Ahnung, wie viele Kilometer, die wir jetzt Vollgas gefahren sind, quasi für unseren jetzigen Stand der Einfahrung. Ja? Tempomat 80, ich liebe Tempomat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe den Tempomat einfach nur, weil er einfach dafür sorgt, dass du nie zu schnell unterwegs bist. Sensationell. Und du kannst ihn auch auf 210 einstellen. Ich glaube, 250 geht auch noch, ich weiß es gar nicht. Geht mehr? Müssen wir gleich mal ausprobieren, oder? Oh. Oh. Wir sind das erste Mal 210 gefahren, Leute. Also, der Klang von diesem Auto innen drin ist sensationell. Ohne Quatsch. Es fühlt sich so geil an, es hört sich so gut an, weil das Auto hat so eine Kraft unten raus. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Sieht man eigentlich den Himmel hinten? Also das ist halt, ne, so eine Abendstimmung, so ein Ride in die Nacht rein. Ich liebe das ja, ne? Auch beim 24-Stunden-Rennen, das war meine liebste Zeit, in die Nacht reinzufahren. Und grundsätzlich auf der Straße fahre ich einfach am allerliebsten nachts, weil einfach viel, viel weniger los ist. Und ja, ich hätte jetzt auch irgendwie tagsüber losfahren können, aber ich habe wirklich, wirklich, wirklich überhaupt keine Lust, irgendwie im Stau zu stehen. Und ja, so rumzueiern und Zeit zu verlieren, das ist überhaupt nicht mein Ding. Wir fahren Richtung Hannover, alles klar. Hier ist immer noch 80. Und deswegen fahre ich so, so gerne durch die Nacht. Ankunftszeit übrigens 0.58 Uhr. Ich fürchte, da wird nicht mehr viel gehen. Vielleicht eine Viertelstunde. Ultra geil übrigens, die Fernlichtautomatik funktioniert ultra geil. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt durch die Kamera hier, wie das Auto quasi den Weg ausleuchtet. Kurvenlicht natürlich am Start und der blendet den vor uns Fahrenden logischerweise aus. Auch wenn entgegen einer kommt, ist auf der Autobahn mega geil geregelt. Du fährst mit vollem Ornat da vorne. Alles ist hell und wenn dir einer entgegenkommt, macht er schnell fit und blendet den Verkehr aus. Und wenn der weg ist, macht er wieder wumm. Und alles ist wieder BAM, taghell. Hier, jetzt gerade, leuchtet er da rein. Jetzt hat er den gesehen, blendet den aus. Ich denke nicht, dass man es sehen kann auf der Kamera, aber ich kann es euch erzählen. Das funktioniert sowas von grandios, dass alles zu spät ist. 63 Kilometer frei. 63 Kilometer, ja, ja, gerne, 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 gerne. Und jetzt müsste hier, mein BMW sagt schon wieder, oh, ja, hier ist frei. Aber wenn frei ist. Hört ihr das? 4000 Touren, Leute. 5000.
6000, ne, waren 5,5 erst. Jetzt schaltet er hoch. Oh, wir sind viel zu schnell. 2,25 schon. Was ist denn da los, Matthias? Du darfst nicht so schnell. 2,10. Die Achsen müssen sich erst an alles gewöhnen, das Getriebe und so weiter und so fort. Entspann dich. Aber Alter, wie geil dieses Auto liegt, ne? So ruhig hier. Schnelle Spurwechsel. Ganz, ganz sauberes Fahrverhalten. Es fährt so genial. Das ist wirklich unfassbar. Noch jetzt noch, ne? Ich meine, wir fahren jetzt 200 und das Auto liegt sehr, sehr komfortabel. Ich habe nicht das Gefühl, dass das hier ein M3 ist. Ich habe eher das Gefühl, dass es ein normaler BMW 3er ist. Aber das ist, du spürst natürlich sofort, wenn du das Lenkrad anfasst und du drehst so ein bisschen dran, ist sofort Feedback da. Die Lenkung ist sowieso ein absolutes Gedicht. Das ist wirklich auf die Autobahn so drauf fahren. Diese Auffahr- oder Abfahrten sind so genial. Du spürst wirklich in jeder Sehne von diesem Fahrzeug, wie viel Bock der hat auf Kurven. Wir müssen damit, wenn das jetzt aus ist hier mit dem Einfahren, müssen wir dringend nach Mendig. Dringendst. Einmal Einfahrkontrolle, Öl raus und dann geben wir ihm. Dann geben wir ihm einmal richtig. Und dieser Sound, ne? Hört ihr das? Das ist so tief bassig. Es wird immer hochfrequenter, je höher er dreht. Können wir jetzt noch nicht machen, weil wir dürfen noch nicht drehen. Aber ihr habt es, glaube ich, ein bisschen gespürt. Bei den 5.500 Touren, fast 6.000, hat man es, glaube ich, gehört, wie zufrieden und bockig im positiven Sinne dieses Auto klingt. Tempomat regelt mega. Vor mir jetzt ein Auto abgebogen, also auf die Mittelspur gegangen. Jetzt gibt er wieder Gas. Vorher schön sauber abgebremst. Junge, die Lenkung, das ist so ein Gedicht. Das ist, dieses Fahrzeug fährt wie an der Perlenkette gezogen durch die Kurven. Highspeed jetzt bei 2,10. Natürlich ist das Highspeed. Wir dürfen natürlich jetzt nicht die ganze Zeit 2,10 fahren, deswegen fahren wir erstmal ein bisschen rund. Nee, 5 Minuten können wir noch. 5 Minuten fahren wir jetzt noch 2,10, solange es hier geht. Weil ich weiß, dass auf dem Lausitzring, bis zum Lausitzring definitiv noch Begrenzung kommt. Da kommt, glaube ich, so eine Baustelle, die ist irgendwie 20 Kilometer lang. Und da müssen wir dann eh wieder runtergehen. Deswegen, wir geben dir schon schöne Abwechslung. Darum geht es. Das Auto braucht beim Einfahren Abwechslung und die bekommt der natürlich. Der Mr. T. Mr. T finde ich einen sehr, sehr geilen Namen. Barbie Schnell finde ich auch geil. Wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt ist ja die Abstimmung schon gelaufen und so. Wann mache ich das denn? Wahrscheinlich am Montag am besten, weil morgen habe ich Lausitzring. Morgen bin ich nur für die Fans da. 8 Stunden, 10 Stunden, ich weiß noch nicht, wie lange ich da bin. Volles Programm für die Fans. Freue ich mich schon sehr drauf. Ah, dieses Feedback ist so geil. Wenn du dann da bist und alle feiern das Grip Motor Event, das ist einfach nur das Geilste, was es gibt. Ohne Quatsch. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. So nah bei euch zu sein, mit jedem zusammen zu sein, auch wenn es nur ganz kurz ist, ist einfach das Geilste, was es gibt. Jetzt muss die Keramikbremse das erste Mal ran. Aber nur ein bisschen. Jetzt beschleunigen wir wieder durch. 140. Komm, wir machen mal 7. Gang fest rein. Vollgas. 180. Hört ihr das? Hört ihr das? Wir müssen jetzt mal ein bisschen Sound machen, ne? Komm. 5. Gang jetzt bis 5000 hochgedreht. Also 4. Gang 85. Baby, wir werden so viel Spaß kriegen. Das war jetzt exakt bei 6 geschaltet. Oh Gott, ist das gut. Oh mein Gott, ist das gut. Oh, gleich nochmal. In den Sitz presst. Ohne Quatsch. Und das ist hier noch alles auf Efficient. Ne? Das ist noch gar nicht Sport Plus.
was die Gasannahme, Motoreinstellung und so weiter und so fort anbetrifft. Es ist noch auf efficient. Wollen wir einmal... Komm, wir gehen einmal in... Oh, M1 habe ich schon Drift Mode. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Wir machen M2. Da ist MDM, 4WD Sport und natürlich Motor Sport Plus. Oh Gott, das ist göttlich, Leute. Oh. 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 Sag's euch ganz ehrlich, das werde ich jetzt die nächsten 440 Kilometer noch machen. Ja, weil er braucht ja Abwechslung, ne? Der Kollege. Ja, wieder Baustelle. Yippie-yay. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dieses erste Anschmecken. Also ich habe das Gefühl, dass wir im M3 Touring viel mehr dürfen. Wir dürfen viel schneller fahren. Wir dürfen auch höher drehen als im M2 CS, den ich ja damals auch eingefahren bin. Ich habe das Gefühl, dass ich damals 2000 Kilometer wirklich nur mit 120 irgendwie durch die Gegend geeiert bin. Und jetzt dürfen wir 210 schon fahren. Ja, wir haben jetzt schon 1000 Kilometer hinter uns. 1033, um genau zu sein. Aber ich habe das Gefühl, die Leine ist viel länger. Wir dürfen viel mehr, viel schneller fahren. Was natürlich mega ist. Was haben wir? 208 Kilometer. Rücken sagt ja. Weil das ist, diese Sitze sind so geil. Die sind so genial. Vom Seitenhalt jetzt in den schnellen Autobahnkurven, ne, habe ich oft das Gefühl, wenn ich in ganz komfortablen Autos unterwegs bin, dass es so leicht so, denkst du dir so, ah, ein bisschen mehr Seitenhalt und so. Und dann denkst du dir so, aber ja, nee, ist ja eine Limousine und das muss ja entspannt sein und so weiter und so fort. Aber ich finde ganz ehrlich, es ist so ein Sitz. Ich war am Anfang wirklich skeptisch, ob das geil ist. Aber jetzt sage ich, ja, 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 das wollen wir so. So müssen die Sitze sein. Und ich habe am Anfang wirklich gedacht, ich habe einem Kumpel von mir, dem David, schöne Grüße gehen raus, habe ich gesagt, was, du hast die Sitze bestellt, ey, wenn das dein Daily ist, dann nimm doch die normalen Sitze. Und ich bin davon, lieber David, wieder abgekommen. Die Sitze sind ein absolutes Muss. Das ist beim Einsteigen nervig, gebe ich auch ganz offen zu. Es ist nervig, weil das ist irgendwie an den Oberschenkeln, am Rücken. Du musst dich so ganz sauber so reinsetzen, ne? Aber wenn du dann drin sitzt, dann bist du so geil eingeschaltet, dass es nichts Besseres gibt. Du musst diese Sitze nehmen. So, jetzt ist gleich wieder freies Fahren angesagt. Dann ziehen wir noch einmal durch. Und dann melde ich mich aus Senftenberg, aus dem Hotel. Oh, 5000. Ja, in Sport Plus. In Sport Plus dreht er definitiv höher. Komm jetzt. Da muss ich selber bei 6 schalten, sonst dreht er höher. Ah, Gott, ist das geil, Alter. Jetzt 8000 Touren Volllast. Gib ihm, ne? Dann ist keine Drehzahl, aber es ist volle Last drauf auf dem ganzen Zeug. Alter Schwede, ist das geil. Und wie geil das ist, diese Kurven zu fahren, ne? Das ist unglaublich. Das ist einfach so ein geiles Gefühl, weil dieses Auto folgt deinen Lenkbefehlen wirklich wie ein 100.000-prozentig erzogener Hund. Du sagst Sitz und das Ding sitzt sofort. Du sagst Platz und er legt sich sofort hin. Du sagst komm her und er ist sofort da. Bei Fuß. Und er macht wirklich keinen Zentimeter weg von deinem Bein, von deinem Fuß. So fährt der M3 Touring. Und ja, wir sind schon sehr, sehr viel mit M3s gefahren. Bei Grip und so weiter und so fort. Auch der M2. Sehr, sehr ähnliches Auto. Noch kompakter, noch ein bisschen, ne? Irgendwie so ein bisschen leichtfüßiger gefühlt, obwohl er das gar nicht ist so richtig. Aber trotzdem ist das halt was komplett anderes. Wenn du mit so einem Auto wirklich weit fahren darfst und du weißt, das ist jetzt deiner. Der wird dich jetzt begleiten.
Das ist so ein geiles Gefühl und deswegen macht das auch so einen Spaß, dieses Auto einzufahren, weil ich weiß, danach kann ich den 1000%ig rannehmen. Und ich weiß zu 1000%, dieses Baby ist 100.000%ig eingefahren. Und derjenige, der das Auto danach kaufen wird, der weiß das auch. Ich bin das Auto sänftenmäßig eingefahren. Als wenn es wirklich für immer meiner werden sollte. So bin ich dieses Auto eingefahren. Wir haben mittlerweile vorne Steinschlagschutzfolie drauf, damit diese wunderschöne Front, die so wunderschön zerklüftet ist, keine Steinschläge bekommt. Wir haben dasselbe natürlich an der Heckstoßstange, damit beim Einladen keine Kratzer kommen und so weiter und so fort. Das Auto, wenn es fertig ist mit mir, wenn ich fertig bin mit dem Auto, wird es sein wie aus dem Ei gepellt. Und der zukünftige Besitzer kann sich jetzt schon darauf freuen. Ja, der wird Sport kriegen. Aber dafür ist er verdammt nochmal gemacht. 1000 Kilometer und schockverliebt. So sieht's aus. Na, jetzt fahren wir wieder eine ordentliche Strecke, mal wieder nur 150, würde ich sagen. Na? Damit er wieder alles ein bisschen kühler machen kann. Motor geht wieder auf 100 Grad von 100, was haben wir jetzt? 105, 107, 109 Grad vielleicht. Und geht jetzt wieder runter auf 100. Dann will ich ein bisschen durchatmen, der Kollege. Abwechslung. Das Wichtigste im Leben eines jeden Motors und eines jeden Menschen. Übrigens, falls ihr euch fragt, was das hier für eine komische Manschette ist, das ist eine Manschette, damit mein Tennisarm weggeht. Ich habe darüber tatsächlich noch nicht geredet, weder auf Insta noch irgendwo, weil ich so krass genervt von meinem Tennisarm war. Also ich habe im Februar, also seit Februar habe ich den Tennisarm. Jetzt ist September. Und ich sag euch eins, es gibt wenig Sachen, die noch mehr nerven als ein Tennisarm. Also ich habe wirklich, glaube ich, einfach beim Tennisspielen übertrieben. Ich habe zu oft in der Woche Tennis gespielt. Und dann habe ich David, ein anderer sehr, sehr guter Freund von mir, beim Umziehen geholfen und habe seine verdammte Waschmaschine getragen. Und dann habe ich mir hier im Bizeps so irgendwas so angerissen oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, bin kein Mediziner. Da hat es nicht Patsch gemacht, aber es hat so wirklich richtig reingezogen und hat dann 4 Wochen wehgetan. Also ich nehme mal an, irgendwie Muskelzerrung, Muskelfaserriss, irgendwie sowas in der Richtung. Und das zusammen mit der Überlastung beim Tennis hat für diesen Tennisarm gesorgt. Und ich sage euch eins, es gibt nichts Schlimmeres als einen Tennisarm. Also es gibt nichts Schlimmeres grundsätzlich, wenn Männer krank sind, das wissen wir alle. Auch die Damen oder vielleicht sogar vor allen Dingen die Damen wissen das. Aber das ist wirklich so. Jede Bewegung, egal was du machst, tut weh. Du schmierst dir ein Brötchen, tut weh. Du putzt deine Zähne, tut weh. Du nimmst ein Glas in die Hand zum Trinken, tut weh. Du ziehst dich an, tut weh. Du, egal was du machst, du fährst Auto, es tut weh. Also nee, lustigerweise beim Autofahren spüre ich es gar nicht. Nach dem Autofahren, wenn ich aussteige und den Arm dann wieder strecke, dann ist so... Aber während des Autofahrens tut es nicht weh. Gott sei Dank. Wenn das so wäre, hätte ich meinen Job an den Nagel gehangen. Nein, ich werde es niemals machen. Glaubt mir, diesen Job werde ich niemals an den Nagel hängen. Aber ganz ehrlich, jeder, der einen Tennisarm schon mal gehabt hat, der wird das fühlen, was ich gerade erzählt habe. Es ist einfach so komplett nervig und das ist jetzt was, was ich ja probiere. Ich hoffe, das komprimiert so ein bisschen, drückt so ein bisschen auf die Triggerpunkte und massiert quasi, während du den Arm benutzt, deine Muskeln und das soll dafür sorgen, dass der Tennisarm weggeht. Und ich hoffe verdammt nochmal, lieber Knut, mein Doc, lieben Dank für diese Untersuchung und so weiter, was wir gemacht haben und die Manschette, die du mir gegeben hast. Ich hoffe, dass es tatsächlich so ist, dass es jetzt irgendwann besser wird und ich endlich wieder das Racket schwingen kann und euch wieder geile Stories vom Tennis posten kann. So, ich reiße jetzt ein paar Kilometer ab und dann melde ich mich wieder. Küsschen, bis später. So Mädels, sind wir auch schon fast da. Meine absolute Hotelempfehlung. Ihr merkt schon, ich bin jetzt ein bisschen durch. Meine absolute Hotelempfehlung in Senftenberg, Lausitzring, Hotel Leonwood. Ist unbezahlte Werbung, Leute. Ich finde das Hotel einfach mega, ist komplett aus Holz. Fühle mich da jedes Mal sehr, sehr wohl. Genauso wie in diesem M3 Touring. Ohne Quatsch. Wir haben jetzt, was haben wir denn jetzt? 1475 Kilometer. Und das hier ist das übelste Kopfsteinpflaster, was es gibt.
Und es bestätigt sich einmal mehr, dass dieses Auto sehr, sehr komfortabel ist. Dieses Auto ist so genial. Der fährt wirklich, wenn du lenkst, hört sich jetzt komisch an, aber dann fährt er dahin. Das ist wirklich krass. Auto fährt so super genial. Bitte geradeaus fahren. Ich habe wirklich... Geradeaus. Ah ja, jetzt geht's hier hin und her. Brauchen wir wieder Seitenhalt. Die Lenkung, das Lenkrad, die Bedienung, die Sitze, wie du eingebaut bist in das Auto, das ist einfach so genial und ist so... Dass, also dieser Druck auch, den das Auto hat, das ist so krass, weil es einfach nicht aufhört und nicht nie zu wenig ist. Und das macht dieses Auto so super sexy. Fahrräder rein, Fahrrad rein. Fahrräder geht auch, aber dann liegen sie aufeinander und das ist nicht gut. Aber ja, wir gucken jetzt noch einmal ganz kurz die Werte durch. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe versucht rauszufinden, wie mir das Display anzeigt, den Durchschnittsgeschwindigkeit und so, ne? Er macht Durchschnittsverbrauch, macht er, aber Durchschnittsgeschwindigkeit und so, das habe ich einfach nicht gefunden. Ich weiß nicht, warum. Das Ziel ist uns. Ja, ich weiß. Danke, Schatz. Ich weiß einfach nicht, warum ich das nicht gefunden habe. Aber ich habe trotzdem einen Weg gefunden, wie man das rausfindet. Nämlich folgendermaßen. Hey, BMW. Wie hoch ist meine Durchschnittsgeschwindigkeit? Die Durchschnittsgeschwindigkeit seit dem Tanken beträgt 127,1 Stundenkilometer. 127, die war schon mal bei 143, aber waren ewig Baustellen und so. Durchschnittsverbrauch 12,4 Liter. Und ich bin wirklich sehr viel, sehr schnell gefahren. Also es war immer ein Wechsel, ne? Weil Abwechslung und so. aber der Durchschnittsverbrauch geht vollkommen klar. Der Mattes geht jetzt ins Bett. Wir haben 1475 Kilometer gefahren. Insgesamt. Da ist es. Ja. Ah, 1475. Auf der Rückfahrt erreichen wir definitiv die 2000. Und da freue ich mich extrem drauf, Leute. Also, Herr Fatih geht jetzt schlafen. Mr. T geht auch schlafen. Und wir sehen uns morgen wieder. Liebe Grüße. Ciao. Guten Morgen, Matthias. Einen wunderschönen guten Morgen. Direkt danach auf Hamid. Hallihallo, schön, dass ihr da seid. Aber erstmal hallo. Echt, es ist richtig geil, euch alle mal hier live zu sehen. Für mich ist das das erste Mal und ich bin mega nervös. Der kleine Romantic Medi meldet sich von der Autobahn. Also Grip das Motorevent ist jetzt vorbei, ne? War mega. Erstens, wenn ihr denkt, ich habe jetzt 2 Tage lang das gleiche Hemd angehabt. Stimmt nicht. Hier ist das zweite. Das habe ich gestern angehabt, das hier heute. Und der Romantic Medi möchte euch das da zeigen. Ganz ehrlich, Grip das Motorevent war mega. Es hat ultra viel Spaß gemacht. Die Menschen in der Lausitz, grundsätzlich im Osten, die sind einfach so nett, das ist unfassbar. Wirklich, wir haben so viel Liebe erfahren, das ist unglaublich. Und jetzt auf der Rückfahrt noch so ein Blick und so wenig Verkehr. Ja, um Dresden rum war ein bisschen viel, aber jetzt ist hier wirklich dreispurig und es ist frei. Deswegen werden wir jetzt mal ganz kurz gucken, wie lang der Tempomat geht. Wir sind Tempomat 190, Tempomat 200, Tempomat 210 und das ist exakt die Geschwindigkeit, die wir fahren dürfen. Also absolut perfekt, ganz ehrlich. Und ja, wirklich, es ist unglaublich, wie dieser Event war. Ne? Ich meine, ich weiß nicht, wie viele es waren, aber es war sauvoll, ultra viele Menschen, alle super nett. Als allererstes hatte ich Kids-Autogrammstunde. Um 10 Uhr morgens. Und die Kinder, Alter, hallo Matthias, schön, dass du hier bist. Ich wollte mal fragen, kann ich mit dir ein Foto machen und vielleicht noch eine Autogrammkarte? Das ist lieb. Dann haben wir alles gemacht. Dann vielen Dank, lieber Matthias. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Junge,
so freundlich. Habe ich auch schon anders erlebt, ganz ehrlich. Zum Beispiel so. Hey, Foto? Junge, es gibt Unterschiede. Und, oh, siebter Gang, 4000 Touren. Und so ein schöner, tiefer Bass, der gleichzeitig irgendwie hochfrequent ist. Ultra geil. Also, ich bin bis jetzt gestern ein bisschen 210 gefahren, aber auch sehr viel 170. Und ich gebe ihm jetzt noch nicht so richtig auf den Kopf. Wir haben jetzt 1671 Kilometer drauf und habe gerade eben beim Losfahren gesehen, okay, es sind noch irgendwie 400 Kilometer bis zum Service, bis zur Einfahrkontrolle. Und die werde ich hoffentlich am Montag machen und dann nehmen wir euch natürlich mit. Junge, was ist das für ein Sonnenuntergang? Das ist für mich Autofahren. Das ist unglaublich. Dieses Freiheitsgefühl. Du siehst die Sonne und denkst dir nur so, yo, nach Westen, egal, bis Frankreich, durch, egal. Ich kann das mit meinem Auto machen. Ich mache einfach den Tank wieder voll und dann kann ich so weit fahren, wie ich will und so lang, wie ich will. Das ist Autofahren, das geht in der Bahn nicht. In der Bahn siehst du die Sonne nicht. Vielleicht siehst du sie von der Seite, aber du siehst sie nicht im Gesicht, wenn sie vor dir ist, wenn du nach Westen fährst. Und du kannst in der Bahn auch nicht einfach sagen, ich fahre jetzt einfach weiter. Oder ich bleibe jetzt einfach stehen, ich gehe jetzt einfach pennen. Geht nicht. Deswegen, verdammt nochmal, liebe ich Autofahren so. Wegen so Momenten wie jetzt. Und da wollte ich euch einmal ganz kurz mitnehmen, auch wenn, ne, was soll ich noch erzählen über das Auto? Ich fahre auf der Autobahn und es liegt einfach grandios. Das ist, du merkst, wie viel Bock der hat auf Attacke später dann. Und ja, Spurwechsel hier, ne? Wir sind im Komfortmodus und das Ding macht ultra geiles Auto. Aber ja, ich will euch damit jetzt gar nicht voll labern. Das war jetzt einfach ein super schöner Moment. Deswegen bin ich kurz rausgefahren, habe die Kameras angemacht. Leute, Autofahren ist was sehr, sehr Schönes. Genießt es, wann immer ihr es machen könnt. Macht es 100%. Auf dem Grip-Event hat mich auch vorhin einer gefragt, so, ja, sag mal, wie trainiert ihr denn eigentlich so? Dann habe ich gesagt, ja, wir trainieren eigentlich gar nicht, weil wenn wir da ankommen auf dem Dreh, Niki und ich, dann wird sofort Attacke angesagt. Ne? Da ist nichts rumschlurien, komm, wir fahren uns nochmal ein und so. Nein, da wird direkt abgerufen, was man kann. Und das ist, ja, natürlich geil. Und dann ist mir aber eingefallen, das konnte ich Gott sei Dank mit dem Kollegen, mit dem Herrn noch bereden, dass ich Autofahren, deswegen komme ich jetzt gerade drauf, genießt es, wenn ihr Auto fahrt. Immer wenn ich Auto fahre, trainiere ich. Weil immer wenn ich Auto fahre, fahre ich nur Auto. Ich kann zum Beispiel keinen Podcast hören. Während der Autofahrt geht das nicht, weil es einfach für mich zu viel Information ist. Ich will mein gesamtes Hirn dafür verwenden, möglichst präzise und gut und sauber und sicher, ja, und auch schnell Auto zu fahren. Und deswegen konzentriere ich mich, ja, Musik höre ich schon, aber ich kann keine Podcasts hören, was mein, irgendwie so mein Gehirn benutzt und blockiert. So, ne? Ich will mein Gehirn dafür benutzen, Auto zu fahren. Und das rate ich euch auch, genau dasselbe zu tun. Lasst euch nicht zu arg ablenken. Natürlich hört man Musik, natürlich unterhält man sich mit dem Beifahrer oder wenn Kinder drin sitzen und so. Dann natürlich, ne? Aber fokussiert euch eigentlich zu 100% aufs Autofahren. Fahrt Linie. Auch innerhalb der Linien kann man Weg sparen und kann man Ideallinie trainieren. Man kann trainieren, wie man das Lenkrad hält. Man kann die Blickführung trainieren. Man kann Bremsen trainieren. Man kann vorausschauendes Fahren trainieren. Ich sehe immer wieder auf der Autobahn, irgendwie fahren die mit 180 irgendwie Richtung Stau. Denke ich mir so, Junge, du siehst das doch da hinten. Warum fährst du so schnell? Und all so Sachen trainiere ich einfach bei jeder verdammten täglichen Fahrt. Und das macht Bock. Autofahren macht Bock. Und das Ganze zu präzisieren, noch besser zu werden, jeden Tag die Skills hochzuhalten und sie zu verbessern, das macht einfach Bock. Und es hilft euch, noch ein besserer Autofahrer innen zu werden. Habe ich das jetzt richtig gegendert? Ihr wisst, dass ich euch Mädels genauso liebe wie euch Jungs. Ja. Also, Sonnenuntergang, ich werde es genießen. Bei kurz vor 2000 melde ich mich wieder und danach machen wir die Einfahrkontrolle beim BMW-Händler meines Vertrauens. Junge, was freue ich mich da drauf? Und dann wird reingelatscht und zwar so richtig. Ich überlege ja die ganze Zeit, wenn ich jetzt gleich 2000 drauf habe, ne? Oder später am Abend, darf ich dann schon eskalieren oder muss ich erst die Einfahrkontrolle machen? Also muss erst, wahrscheinlich muss erst das Öl raus, ne? Ich lese das nach,
im Handbuch, liegt da noch auf meinem Beifahrersitz. Beim nächsten Stopp mache ich das. Und kurz vor 2000 sage ich euch Bescheid. Und ich hoffe, es gibt keine Enttäuschung. Also Leute, seid romantisch, konzentriert euch aufs Autofahren. Bis gleich. Ich muss jetzt mal ganz kurz anhalten. Wir haben 1993,8 Kilometer gefahren. Das Ding ist, der Tank ist leer. Restreichweite 62 Kilometer. Der hat dann irgendwann, wenn er zu leer ist quasi, gibt er nicht mehr die volle Antriebsleistung ran. Also wir haben jetzt, ich habe jetzt eine Tankstelle gesucht, ich habe eine gefunden, 5,9 Kilometer. Diggi, das ist genau vor 2000 Kilometern, wenn wir auf die Tanke rollen. Und genau das machen wir jetzt. Ich habe übrigens gerade noch mal nachgelesen, nach 2000 Kilometern muss man die Einfuhrkontrolle durchführen. Das heißt, Öl raus, neues Öl rein und dann ist das Fahrzeug eingefahren. Ich habe lustigerweise auch noch gelesen, übrigens während des Einfahrprozesses nicht die Launch Control benutzen. Digi, wir haben ja auch noch eine Launch Control. Also was mir noch aufgefallen ist, was wirklich krass war, A4 da so durch Hessen durch, jetzt bin ich auf der A45. Alter Schwede, da geht es ja richtig kurvig durch die Gegend und es gibt wirklich auch steile Berge, wo es bergauf geht. Ne? Und da stiert dieses Ding hoch, wenn du da bei 170 drauflatscht, ohne runterzuschalten, wohlgemerkt, ja, weil Drehzahlen vermeiden, schiebt das Ding den Berg hoch. Alter, aber ich meine, das Ding hat halt auch Drehmoment ohne Ende und Leistung ohne Ende. Es ist halt ein kompakter Kombi so, ne? Und du erwartest halt immer mal wieder, wenn du so lange durch die Gegend gefahren bist, erwartest du nicht, dass der so viel Leistung hat. Und es flasht mich wirklich krass. Und ich habe mir ein paar Sachen noch gemerkt, die werde ich euch dann irgendwann erzählen. So ein bisschen quasi Fahrtenbuch geführt und ja, einfach Notizen gemacht, Sachen, die mir auffallen an dem Auto, werde ich dann irgendwann mal zu einem Video zusammenfassen. Aber jetzt ist erstmal das Thema Einfahren angesagt. 1996 Kilometer haben wir geschafft. Reichweite 42 Kilometer. Ja gut, ja, jetzt ist frei. Jetzt können wir mal ein bisschen noch mal genießen. Jetzt geht es auch wieder bergauf, ne? Na, jetzt bei 4000 wird der wirklich laut. 5000. Oh, 210. Tankstelle wartet. 1997 Kilometer. Es wird sehr wahrscheinlich so werden, dass wir einfach irgendwo hier während der Autobahnauffahrt die 2000 knacken. Scheiße. Wir müssen das ein bisschen zelebrieren, ne? 1998. Also ein bisschen, aber nur zelebrieren, ne? Matthias komplett am Eskalieren, was das Zelebrieren anbetrifft. Es ist 22.29 Uhr. 1999, Leute! Ich flipp aus. Wir werden es tatsächlich nicht schaffen. Oh nein, Digga, nein! 1999? 1999? 1999? 2000! Yes! Junge, ohne Quatsch, ich weiß auch nicht, warum ich das so feiere, aber jetzt können wir reinlatschen. Wir können jetzt reinlatschen, aber wir machen es noch nicht. Wir machen erst den Tank voll mit eiskaltem Sprit und dann latschen wir einmal ganz kurz rein. Ich weiß noch nicht, was wir machen, jetzt tanken wir erstmal. Eins nach dem anderen. Wir wollten das ja zelebrieren. Also das ist übrigens auch mega geil. Das Auto zeigt dir hier im Display an, Vorfahrtsschilder, ne? Also wenn ein Stoppschild da ist oder Vorfahrt achten und so, zeigt dir die an, blinkt so rot. Ist mega cool, weil es einfach nochmal Aufmerksamkeit irgendwie auf den Verkehr lenkt. Keine Ahnung, du bist ein bisschen abgelenkt. Junge, ich bin schon wieder leicht heiser von dem. So, da ist die Tankstelle. Also das ist wirklich... Ich habe mir auch ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir nicht so gut gefallen. Aber im Moment, ja, Schatz, wir sind jetzt da. Wir sind an der Tanke. Ui.
Deine Restreichweite ist sehr gering. Soll ich nach Tankstellen in der Umgebung suchen? Digga, wir stehen an der Tankstelle! Für die Kategorie Tankstelle habe ich diese Ziele gefunden. Welches soll ich nehmen? Sie weiß es sogar. Shell, 24 Stunden geöffnet, 0 Meter. Also ich habe mehrere Ergebnisse zu Shell gefunden. Nein, danke. Ich habe mehrere Ziele gefunden. Welches soll ich nehmen? Beruhig dich jetzt mal, Schatzi. Fatih geht jetzt mal tanken. Übrigens kannst du auch scrollen runter sagen, um in Listen weitere Ziele zu sehen. Zu welchem dieser Ziele möchtest du fahren? Abbruch. Okay, sag mir jederzeit Bescheid, wenn du doch zu einer Tankstelle fahren möchtest. Ich bin an einer Tankstelle, Schatzi. So, wir gönnen uns jetzt das Gute, das Kühle. Das kommt jetzt hier rein. Ah. Junge, wir haben einfach vor 20 Sekunden die 2000 Kilometer geknackt, ne? Hi. Oh. Ist schon voll, oder was? Ja, ist schon voll. So, gehen wir bezahlen und dann latschen wir rein. So. Junge, wir sind eingefahren. Also, das Gespräch mit der Polizei. Absolute Ehrenmänner. Ja, wir gehen jetzt mal die Radarkontrolle aufbauen. Ich so, ja, wo denn? Ja, sehen Sie dann schon. Aber die Diskussion mit den Jungs über die Autofarbe, über grundsätzlich BMW und so weiter und so fort, fand ich gerade sehr, sehr nice, ehrlich gesagt. Finde ich richtig cool. Die Jungs haben sich Zeit genommen, ganz kurz. Und jetzt bauen sie eine Radarkontrolle auf. Muss sein, Leute. Ganz ehrlich. Es ist halt so. Ab und zu müssen die auch mal eine Radarkontrolle machen. So schaut's aus. Haltet euch einfach an die Geschwindigkeitsbegrenzung und dann wird euch geholfen. Gott, ist das gut. Oh. Also ich habe jetzt das erste Mal wirklich auf Sport gestellt. Ne? MDM-Modus ist drin. Der bollert aber ganz schön. Jetzt haben wir uns hier natürlich so eine super Autobahn ausgesucht, die A45. Es ist wirklich eine Baustelle nach der anderen. Dann kannst du wieder 2 Kilometer frei fahren, dann wieder 80. Junge, ich hab's auf der Hinfahrt schon gesagt, ne? Wie cool ich die finde. Och, Junge, ist das geil, Junge. Jetzt auf Sport Plus, ne? Wenn der Motor halt nicht mehr im Efficient-Modus ist, nimmt der das Ding halt selber auch wirklich an die kurze Leine und gibt sofort Knete, schaltet 3 Gänge runter und so weiter und so fort. Das ist halt einfach nur geil. Jetzt fängt das Auto an zu leben. Ne? Also ganz ehrlich, diese 2000 Kilometer, das war jetzt das Training. Wir haben den Athleten aufgebaut. Wir haben ihm beigebracht, was es heißt, Leistung zu bringen. Und jetzt können wir von dem Athleten die Leistung abrufen. Junge, ey, es ist 22.49 Uhr, ich sitze seit 5 Stunden im Auto und ich habe solche verbalen Einfälle. Junge, Junge, Junge. Und wieder 100. Ach Gott, ich liebe es einfach nur. Geil, dass ich euch wieder schön was versprochen habe. Na, jetzt geben wir gleich Gas, ne? Von wegen. Mann, ey. Also, jetzt können wir natürlich über die ganzen Sachen reden, die wir eingebaut haben, ne? Zum Beispiel das M-Drivers Package. Wir haben M-Drivers Package und wir fahren 100. Wir sind seit 7 Kilometern eingefahren und wir haben noch nicht einmal richtig Vollgas gegeben. Weil wir nicht können. Weil wir nicht dürfen. Weil unsere beiden Jungs eine Radarkontrolle aufnehmen. Nein, man darf ja nicht. Also, ne, dann wisst ihr ja. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich fahre immer Tempomat, wenn Geschwindigkeitsbegrenzung ist. Und wenn ich einen BMW M3 Touring Competition X-Drive einfahren muss. Darf. Ey, ganz ehrlich. Ich raste jetzt gleich aus. Jetzt werden wir doch gleich einmal ganz kurz Gas geben. Mehr will ich ja gar nicht. Ich will einmal ganz kurz Gas geben. Ich muss euch leider, ich bin selber auf die Folter gespannt und ihr seid es auch. Also, ja, jetzt ist hier 120. Aber das machen wir jetzt anders. Ich muss noch mal ganz kurz das Schild lesen. Ah, ne, jetzt habe ich es gelesen.
Junge, das Auto hat Kraft. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken, so, ey, Matthias, du bist dieses Auto bei Grip doch schon gefahren. Du bist jetzt M2 schon gefahren, du bist dies schon gefahren, du bist jenes schon gefahren. Warum freust du dich so darüber? Ich freue mich da so drüber, weil das jetzt meiner ist. Und weil ich das jetzt quasi jeden Tag habe. Und weil das halt was anderes ist, wenn man eine Reise tut und man dieses Auto als Begleiter hat. Das ist halt krass, so ein Auto jeden Tag unterm Hintern zu haben. Und das habe ich auch nicht. Fast jeden Tag. Nein, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ne? Das ist halt jetzt, das wächst. Das war damals bei den M5s genauso. Der ist mir halt ans Herz gewachsen. Und du lernst das dann einfach krass schätzen. Und du freust dich halt, dass du das einfach hast. Dass das einfach da ist. Und gefahren werden darf. Also ich wirklich, ich raste jetzt aus. Wann sind diese Baustellen vorbei, verdammt nochmal? Und könnt ihr hier nicht mal dran schreiben, wie lange die Baustelle dauert? Ah, da steht es, 2 Kilometer. Also die 2 Kilometer warten wir jetzt noch ab. Wenn danach wieder 120 ist, dann melde ich mich wieder erst, wenn unbegrenzt ist. Weil das ist ja unfassbar, wie lange das hier dauert. 120. Oh! Oh! Es ist unbegrenzt! Junge, geht die Hütte ab! Ohne Quatsch, das war jetzt 2,30, war ganz kurz, ne? Und jetzt ist wieder 100. Und ich sag's euch ganz ehrlich, wir lassen es jetzt dabei bewenden, weil ich will erst die Einfahrkontrolle durchführen lassen. Weil so steht's geschrieben, 2000 Kilometer fahren, Einfahrkontrolle durchführen und dann ist Feuer frei. Warum? Weil natürlich in dem Öl jetzt überall diese kleinen Teilchen sind. Minimale, kleine, so Abriebe und so weiter und so fort. Und BMW macht das halt nicht zum Spaß, dass man dann das Öl raustun soll. Die machen das, weil man das Öl raustun soll. Okay? Und deswegen tun wir jetzt erst das Öl raus und dann machen wir richtig Alarm. Das war jetzt einmal anschmecken, das war Volllast, das war nicht durchgedreht, also nicht durch hochgedreht bis zum Drehzahlbegrenzer. Aber das war das erste Anschmecken, Leute. Und mit dieser unfassbaren Enttäuschung muss ich mich leider für heute Abend verabschieden. Aber ich melde mich von dem BMW-Händler meines Vertrauens. Und ich schätze mal, das wird noch in diesem Video stattfinden. Kann aber auch sein, dass ein neues Video anfängt. Ist egal, Leute. Es bleibt spannend, es bleibt schön, es macht Spaß. Vielen Dank fürs Zugucken. Und vielleicht bis gleich. Oder bald bis nächste Woche. Mal gucken. Junge, die 2000 Kilometer haben uns gut getan, weil das ist wirklich, ich habe mich jetzt wirklich dran gewöhnt. Ich bin durch die Menüs durchgetanzt. Ich kann jetzt wirklich alle Fragen beantworten, was das Menü anbetrifft, außer eine, nämlich wo man die Durchschnittsgeschwindigkeit sehen kann. Ich habe es nicht gefunden. Ist unfassbar, aber ist so. Also, gute Nacht, guten Morgen, schlaft schön, habt einen wunderschönen Tag, eine schöne Mittagspause, was auch immer. Hab euch lieb, ciao, Mama. Ciao, ciao. 2000!